In einer großen Studie hat man gesehen, dass Patienten, welche Dickdarmkrebs hatten, mittels Nahrungsfasern gegen einen Rückfall geschützt werden können. Die Frage ist nur, wie funktioniert das genau? Und das weiß man eigentlich noch nicht wirklich, aber man nimmt an, dass das mit dem Mikrobiom zusammenhängt, also mit den Darmbakterien, die wir in uns tragen. Das Mikrobiom ist eine faszinierende Geschichte. Wir erfahren erst langsam jetzt, was diese Darmbakterien eigentlich alles für uns Gutes tun. Man hat viele Zusammenhänge jetzt schon aufgedeckt, aber die ganze Forschung ist im Großen und Ganzen noch am Anfang. Nun, die Nahrungsfasern, die reduzieren die Mortalität. Und wie machen sie das? Vermutlich ist es so, dass diese Nahrungsfasern für die Darmbakterien eine äußerst günstige Nahrung sind. Diese Darmbakterien produzieren aufgrund der Fasern offenbar vermehrt Butyrate, und diese Butyrate haben auf das Immunsystem, das ja dann nicht mehr im Darm ist, sondern im ganzen Körper aktiv ist, eine positive Wirkung. Dieses Immunsystem ist dann scheinbar effektiv mehr befähigt, gegen Krebszellen vorzugehen, und das ist der postulierte Mechanismus, warum diese Nahrungsfasern so gut auf uns wirken oder eben warum sie das Krebsrisiko, das Dickdarmkrebsrisiko nach Diagnose Dickdarmkrebs dann wirklich reduzieren können. Wir sollten also wirklich schauen, dass wir diesen Darmbakterien, die wir in uns tragen, und das sind ja wirklich auch sehr viele, dass wir denen gut schauen und sie gut nähren. Und hier scheint es wirklich so zu sein, dass sie diese Nahrungsfasern lieben, und wenn wir ihnen Nahrungsfasern geben oder Getreidefasern geben, dass sie uns dann besonders gut helfen können, mit Krankheiten und Tumoren umzugehen. Bewiesen wurde das jetzt im Falle von Dickdarmkrebs. Leute, die den Dickdarmkrebs hatten, wurde vollständig wegoperiert, und man hatte dann eben weniger Rückfälle, wenn man Nahrungsfasern einnimmt. Also achtet auf die Darmbakterien, man muss ihnen gut schauen, und Nahrungsfasern scheinen ein Schlüssel für den Erfolg bezüglich Darmbakterien zu sein. Besten Dank.